Hallo Wassermann, wie geht's? Ich bin Phoenix und ich bin sehr dankbar, wieder bei dir sein zu dürfen. Ich möchte gerne mit dir zusammenschauen, wie die Energie für dich für kommende Woche steht, ja? Schauen wir mal zusammen, Wassermann. Hinter dem Deck die Karte der Wagen, ja, wow. Schon eine wichtige Energie. Augenblick bitte. Ich kann mich jetzt nicht mehr erinnern. Naja, Entschuldigung, was, aber ich bin jetzt ein bisschen am Denken gewesen. Also, die Karte der Wagen, Sternzeichen Krebs, ja, vielleicht hast du mit Sternzeichen Krebs zu tun. Irgendwie, du siehst ja, ist einen wichtigen großen Arkana. Die Nummer 7, eine spirituelle Nummer, spricht ja für Erfolg. Also ist natürlich auch eine Entscheidung. Eine wichtige Entscheidung, einen wichtigen Weg, den ich nehmen möchte. Das ist eine wichtige Karte. Also natürlich können wir hier ja eine Reise sehen mit dieser Karte der Wagen, ja. Aber es kann auch eine spirituelle Reise sein oder es kann irgendwie sehr wichtig für unsere Existenz sein. Das ist keine Routine eigentlich. Ja, die Karte der Wagen, es kommt jetzt drauf an. Aber ich habe viele große Arkana bei dir, Wassermann. Ich habe eins, zwei, drei, vier wichtige große Arkana hier. Also wir schauen jetzt weiter, ja. Ich sehe hier eine Handlung. Mit dieser Karte der Wagen zeigt sich ja eine Handlung, ja. Was auch eine Reise sein kann. Ja. Wir schauen weiter. Ich überlege jetzt gerade die ganze Zeit. Okay. Ich spüre hier die Zeit, ja, also ich sehe hier bei dir eine Situation, die mit Zeit verbunden ist, dass das hier sehr viel ja, Zeit genommen hat, ja. Also schau mal bitte jetzt, neunte Kelchen, erste Schwerter, die Karte die Kraft und achte Stäbe. Nochmal sehe ich diese Handlung mit der achte Stäbe, es gibt eine Handlung hier. Sei es eine Kommunikation, eine Nachricht, eine Reise. Ja, ich spüre hier sehr viel Leidenschaft durch eine Energie. Sternzeichen Löwe ist hier nämlich auch. Ja, man spürt hier sehr viel Leidenschaft von einer Person. Die Kommunikation ist ja da. Wassermann, also Ast des Schwerter, man sieht ja diese Kommunikation hier. Eine Person wird sich hier kommende Woche mit dir in Verbindung setzen. Ich denke, wir reden hier über eine Situation, die jetzt sehr viel mit Zeit verbunden ist, sehr lang in der Zeit, einer Person, die sehr viel Geduld gehabt hat. Ja. Ich spüre hier nochmals vielleicht eine Reise tatsächlich. Ja, ich könnte vielleicht auch eine Person sehen mit einem sehr, sehr großen Stolz. Ja, eine Person, die sehr stolz ist. Also, ich sehe eine hübsche Energie hier schon. Eine sehr hübsche Person, aber nochmals mit einem sehr großen Stolz. Sogar, ja. Wasserelement bei dir, du siehst, Sternzeichen Krebs ist sehr präsent, ja. Eine Person möchte dich sehen. Das ist das Gefühl, was ich hier habe.
Und da kommt eine Kommunikation dafür. Also eine Person, die, ja, Sternzeichen Steinbock ist auf den Würfeln, Sternzeichen Steinbock und die Nummer 8. Ja, ich sehe eine karmische Situation hier, sicher. Ja, das ist schon mal sicher. Schau mal bitte jetzt hier. Die Karte der Stern, 8 Münzen, nee, Entschuldigung, 7 Münzen und 8 Kerzen. Du siehst ja, ich spüre hier eine Führung, ja? Oder dass das Universum Signale sendet, Zeichen sendet. Das ist hier, die Karte der Stern spricht sehr viel für deine Energie, Wassermann. Sternzeichen Fische nämlich auch. Ich spüre hier dieses Gefühl von, ich warte. Das ist das Gefühl, was ich bekomme hier. Ich warte. Ich bin geduldig, weil ich ganz genau weiß, dass das für mich meinem Schicksal ist. Diese Situation, diese Person hat für mich mit meinem Schicksal zu tun. Das ist eine Bestimmung in meinem Leben. Ich werde geführt, ja, und ich warte. Es kann aber möglich sein, dass eine Person nicht mehr warten möchte jetzt, ne? Also, dass eine Person jetzt sagt, ich habe jetzt genug gewartet, ja, es war jetzt sehr lang, ich habe sehr viel Zeit jetzt gewartet und ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Das ist das Gefühl hier. Eine Person hier zeigt, also nicht, dass ich wiederhole oder so, obwohl ich wiederhole, ja, ja, ich weiß, aber ich betone hier tatsächlich, dass die Person hier, entweder habe ich hier mit einer sehr hübschen Person zu tun und wir wissen ja, das ist Geschmackssache, oder sonst, jemand zeigt hier eine starke Anziehung für eine andere Person, also diese Anziehung ist da, sehr stark sogar, ja. Sehr stark. Schau mal bitte jetzt. Puppe der Münzen, Königin der Münzen. Vielleicht Altersunterschied. Ich sehe hier eine Mutter, eine Person, die Kinder hat. Es kann auch ein Vater sein. Wir reden ja nur über Energien. Eine Person beobachtet hier über soziale Netze. Fotos, schaut sich Fotos an und so weiter. Also Wassermann, ich spüre hier ein Angebot. Also eine Person möchte kommunizieren. Eine Person möchte irgendwie ein Angebot machen. Die letzte Karte ist ja die Karte der Hierophant. Also Wassermann, nochmals muss ich jetzt hier sagen, dass wir mit dem Universum hier zu tun haben. Und wir wissen ja, wie das ist, ja? Also das Universum bist du auch. Also ich spüre hier eine starke Energie bei dir gerade. Überhaupt die Glocken an der Kirche lauten jetzt auch sehr laut. Ja, ich sehe hier eine Hochzeit. Also, Wassermann, ich sehe eine Hochzeit. Also das Gefühl wäre... Eine Person möchte ein Angebot machen, eine Person möchte vom Herz zu Herz reden, eine Person möchte hier eine ernste Beziehung anfangen. Sternzeichen Stier, Wassermann, wie du, Krebs, Fische, Löwe, Steinbock. Jungfrau, von mir aus. Also Wassermann, die Glocken, ja, also ich kann die Glocken nur hören gerade. Ich spüre, das ist die letzte Karte, das ist doch ein Priester, das ist der Hierophant. Sag mal, bin ich das oder ich fühle hier eine Sache jetzt, ja. Schau mal bitte, die Puppe der Münzen und die Königin der Münzen und der Hierophant in der Mitte. Hier kommt seine Hochzeit, ja?
Eine Verlobung, eine Hochzeit oder irgend so in der Art. Ich spüre hier verschiedene, also ich sehe hier zwei Menschen, die sehr verschieden sind. Die Religion kann auch verschieden sein, verschiedene Religionen. Ja, was vielleicht das ein Hindernis in irgendeiner Zeit war. Also die Religion war vielleicht irgendwann in der Vergangenheit ein Hindernis. Ich sehe zwei Menschen, die sehr verschieden sind. Ja, Altersunterschied auf jeden Fall. Die Religion, das Aussehen einer Person ist vielleicht etwas viel heller als die andere. Eine ist, ja, also tatsächlich. Sogar verschiedene Kontinente. Ich spüre hier sehr große Unterschiede zwischen zwei Menschen. Die Zeit ist hier. Aber die Zeit und auch so ungefähr, alles kommt ja in der richtigen Zeit. Es war nicht möglich damals, weil eine Person sehr wahrscheinlich auch eine Heilung gemacht hat. Eine Person musste eine Heilung durchführen, was mit vielleicht sogar mit schlechten Gewohnheiten zu tun hat oder im Suchtverhalten, Alkohol sogar. Eine Person macht eine Heilung und jetzt kommuniziert. Die Person beobachtet die ganze Zeit über Internet sowieso. Wassermann, ich könnte sogar denken, diese Person hast du nie getroffen oder nie gesehen. Die Person hast du nur über soziale Netze kontaktiert. Aber das ist hier so wie eine Führung. Nochmals, wie gesagt, ich spüre hier Kommunikation. Erste Schwerter, achte Stäbe. Die Person hier kann es nicht mehr. So ungefähr, ich kann das nicht mehr ertragen, ich kann das nicht mehr aushalten. Ich muss jetzt tatsächlich reden, ich muss kommunizieren. Und das sehe ich nämlich. Also ich sehe hier eine Person, die vom Herz zu Herz reden wird. Und sogar nochmals, eine Reise wäre ziemlich möglich. Sternzeichen Steinbock. Wassermann, ich weiß nicht, ob ich hier irgendwie doch eine dritte Person auch habe. Ich immer wieder mit diesen dritten Personen, ja. Also, aber ich kann es nicht anders irgendwie sehen gerade. Also, ob ich hier diese Situation habe von einer dritten Person. Eine Person, die eine Entscheidung treffen muss. Ja. Möglicherweise erste Schwerter einer Person, die jetzt doch eine Entscheidung trifft. Weil diese Person sieht hier wie eine Führung. Also, ich weiß, dass ich hier geführt werde. Wassermann, wir holen für dich jetzt eine Karte von Maria Magdalena. Ja, kommende Woche, das ist, was ich hier spüre. Eine Person möchte dir ein Angebot machen. Könnte ich vielleicht hier über Arbeit reden? Gerade für mich nicht, ja. Also für mich sehe ich was ganz anderes hier, ehrlich gesagt, ja. Also ich sehe hier was ganz anderes. Von da aus, ich denke, das spricht nicht direkt für die Arbeit hier. Ich denke nicht. Diese Karte ist rausgerutscht, die nehmen wir jetzt für dich, Wassermann. Kommunikation heißt die Karte, Nummer 17. Und das ist die Karte der Sterne. Das ist auch die Karte der Sterne. Kommunikation, Nummer 17. Internet. Also, das Herz allein klingt. Ja, bei uns sind auch die Glocken. Die Glocken haben bei uns auch hier jetzt sehr stark geklungen. Ne? Das Herz allein klingt.
Worte, Gesten, Begegnungen, die Resonanz in dir finden, die in dir klingen, sind für dich wahr und richtig. Maria Magdalena kommuniziert auf vielen Ebenen mit dem Göttlichen. Sie kommuniziert in Stille, wenn sie salbt und ölt. Sie kommuniziert mit der Göttlichkeit im Inneren, in der Abgeschiedenheit der Natur. Sie kommuniziert mit Jesus Christus im Herzen, ohne Worte. Sie bleibt in Verbindung mit dem, was sie liebt, ganz gleich, ob es da ist, vorbei ist, andere Wege gehen muss. Im Herzen gibt es keine Trennung und keine Zeit. Durch die Liebe verändern wir uns. Der Raum der Liebe ist grenzenlos und offen. Konzentriere dich auf dein Herz und spüre das Pulsieren der Liebe und des Lichtes darin. Fühle die Schwingung der Liebe in dir und lasse sie aus deinem Herzen zu jedem strömen, zu dem sie strömen möchte. Fühle, wisse sie, wie alles, was von der Liebe berührt wird, in vollkommenes Licht eingehüllt wird. Du kannst über die innere Ebene mit allem kommunizieren. Wenn du in dich hinein hörst, das lebendige Feld wird dir antworten. Im Raum meines Herzens bin ich verbunden mit allem, was ich liebe. Immer. Also, wow, Wassermann. Also tatsächlich sage ich dir das auch. Also ich sehe hier schon die Kommunikation mit Asterschwerter und Achterstäbe. Also eine klare Kommunikation sehe ich hier jetzt. Ja? Also eine Kommunikation, mit der Wahrheit zu tun hat. Denn Asterschwerter, die Karte der Sterne und der Hierophant reden nur für eine Wahrheit, ja. Also deswegen ist diese Energie interessant. Also die Kommunikation ist die Karte, die für dich gekommen ist. Die gerade ist die Nummer 1111 in meine Ohr. Interessante Energie gerade, ja. Also wir reden hier über den Schicksal, Wassermann. Ich spüre hier den Schicksal bei dir. Die Karte des Schicksals sehe ich die Karte der Wagen. Für mich ist das Schicksal auch. Die Karte der Sterne, das ist Schicksal. Und die Karte der Hierophant. Also ich spüre hier eine starke Energie für dich. Das ist eine starke Energie. Das ist das Universum hier. Das spricht für eine klare Führung. Ja? Und ja, Kommunikation tatsächlich. Also Kommunikation. Interessante Energie tatsächlich. Also so ist mir nämlich gegangen, als die Glocken von der Kirche jetzt laut waren. Also so ist mir auch gegangen. Ich spüre hier eine starke Energie. Hinter dem Deck von Maria Magdalena haben wir die Karte Licht und Kerze. Nummer 37. Licht und Kerze. Nutze die Kraft des Lichtes. Lasse dein Licht leuchten. Das Licht der Liebe wirkt in der Stille, jenseits von Raum und Zeit. Das Licht der Liebe leuchtet auf meinem Weg. Es ist interessant, weil schau mal, Wassermann, hier steht auch im Raum meines Herzens, also ich spüre hier diese geografische Distanz. Ja? Ich spüre eine geografische Distanz irgendwie. Licht und Kerze. Schau mal, hier haben wir auch heilige Hochzeit. Ja? Heilige Hochzeit, die Liebe will sich verströmen, lebendig sein und fließen. Nummer 19, das ist die, genau, Nummer 19, die Karte die Sonne, Sternzeichen Löwe. Das ist diesen Yin und Yang. Das spricht für Seelenpartnern oder für, ja, Zwillingsflamme. Also meine innere Frau und mein innerer Mann fließen gemeinsam in Liebe. Rechts und links wirken im Einklang.
Ich weiß nicht, ob du das hier auch spürst wie ich, Wassermann, aber wir haben schon hier eine interessante Energie für kommende Woche. Ja, also tatsächlich, wie ich dir gerade gesagt habe, ich wiederhole es ständig nur, aber das Schicksal ist in dieser Legung. Ja, das Schicksal ist hier. Die Führung ist hier, das Universum zeigt sich hier und die Kommunikation von einer Person kommt. Nochmals denke ich, diese geografische Distanz ist hier. Die Person kennst du schon sehr lang sogar. Also das ist keine neue Person hier, denke ich nicht. Die Person kennst du schon, aber du hast die Person möglicherweise noch nie gesehen. Oder irgendwie, ja, doch irgendwie über Internet. Die Person hast du noch nie gesehen. Große Unterschiede nochmals hier, ja. Also ich rede schon wirklich über große Unterschiede. Sogar die Religion kann hier einen Unterschied sein. Die Religion. Eine Person meint es ernst hier. Ich kann es nicht anders sagen, Wassermann. Eine Person meint es ernst hier. Und wenn du meinst, dass das für dich Arbeit ist, zum Beispiel, was ich nicht denke, ich denke, wir reden hier zu sehr viel über die Liebe, aber ich sehe hier ein wichtiges Angebot für dich. Die Energie zeigt sich halt positiv und sehr erfolgreich, ja? Wassermann, das ist die Energie für kommende Woche. Ich bin ziemlich neugierig, wie gesagt, das ist die Energie. Wir schauen weiter und ich danke dir für deine Likes, für deine Abos. Dankeschön und bis bald. Tschüss, Wassermann.